bin der Patrick Scharnhorst aus Fellbach. Und ich bin die Britta. Ich bin Lara. Ich bin Lena. Wir freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen. Zum einen, wir haben viel Spaß zusammen, sei es Sport, sei es Kochen oder sei es auch Backen. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, dass wir unser Hobby quasi mal nutzen können, auch hier uns zu präsentieren. Und wir sind alle auch sehr aufgeregt, muss ich gestehen. Ich habe quasi die Werbung gesehen, dachte, das wäre genau das Richtige für uns, dass wir einfach mal unser Hobby auch ein bisschen ausüben können und haben uns einfach gesagt, zwar versuchen wir es mal und haben unser Rezept eingereicht. Ich habe das Rezept so von meiner Mutter übernommen. Also ich mag den Geruch, wenn es dann im ganzen Haus anfängt zu duften und vor allem, wenn man so einen lauwarmen Kuchen anschneidet und den dann einfach zu essen, das ist das Beste. Ich weiß, was drin ist und ich finde, das Zusammenbacken, das macht Spaß und dann esse ich es auch viel lieber. Zum einen ja, ein tolles Familienevent, zum anderen man macht es ja aus Liebe. Man backt mit Liebe und schmeckt einfach besser, wenn man wirklich ehrlich ist, wenn man es ehrlich selber gemacht hat. Wir haben Donauwellen-Cupcakes mitgebracht. Wer hatte denn die Idee zu den Cupcakes? Ich. Ja. Ah, ja. Ja. Wie kamst du da drauf? Keine Ahnung. Es schmeckt nicht zu süß. Also das Topping ist nicht sehr fettig, es ist absolut frisch. Dann probieren wir, dann machen wir mal. Traut ihr euch jetzt auf das Finale zu? Auf jeden Fall sind wir auf den Geschmack gekommen und wir würden gerne ins Finale einziehen. Wir sind die Familie Scharnhorst. Wir hoffen, dass die Cupcakes gefallen und hoffen, dass ihr für uns votet. Votet für uns, wir wollen nach Berlin.